Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Ründchen Minecraft. Wir haben zuletzt diese Burg da oben gebaut und werden uns jetzt... Wie sieht ihr denn von hier aus überhaupt? Das habe ich ganz vergessen. Sie verschwindet in den Wolken, wie geplant. Da könnten wir die Wolken beide noch einen Ticken höher machen, ne? Wir gucken mal. Das ist ja geil, dass wir hier überhaupt Wolken höher machen können. Wer kann das schon von sich behaupten? So. Vielleicht so, dass die Turmspitze... Warte mal, das so... So... Sagen wir mal so, auf 2, dann ist das Dach nämlich noch... Ja. Form follows Wolkenhöhe, würde ich sagen. So, jetzt, wie gucke ich jetzt nochmal richtig? Da, so. Jetzt ist der Turm weg und das Dach ist noch drin. So, wir gehen also jetzt wieder dahin, würde ich mal behaupten. Und ja, ich mache jetzt quasi... ein Quickie, kann man schon sagen. Also eine kurze Aufnahme. Ich nehme nur eine Folge oder so auf, denn ich brauche für morgen eine oder für heute eher, weil es ist ja schon heute. Also wenn du das jetzt siehst, ist es schon heute, was für mich gestern war. Ja, das war jetzt Blödsinn, aber auf jeden Fall ist das jetzt heute. Und die muss dann später also quasi noch online gehen, diese Folge hier. Und deshalb, mache ich das jetzt. Deshalb muss ich das jetzt aufnehmen, weil ich habe nämlich keine Minecraft-Folge mehr. So, jetzt fragt ruhig dauernd, wann, wir sind die Minecraft-Folgen ausgegangen. Ich gebe es ja zu. Deshalb muss ich jetzt auch noch eine Minecraft-Folge aufnehmen. Hier waren wieder Andys am Werk. So. Und jetzt wursteln wir uns hier den Weg durch. Hier sind überall Krater. Ich glaube, die sind noch von irgendwelchen Creeper-Explosionen oder sowas. Und hier ist das da. Jetzt habe ich natürlich, habe ich nicht dabei. Habe ich natürlich für extra nicht mitgenommen, weil ich jetzt nochmal zurück ins Lagerhaus laufen möchte. Nur für euch. Also, da Beginn dieser Folge laufen wir einfach von links nach rechts und von vorne nach hinten. Ja, denn ich möchte euch die Definition von nah und fern erklären. Ach ja, guck mal hier. Tja, da fehlt wohl ein Baum, stumpf. Pumps, klatschen wir das mal schnell zu. Kennt das noch einer von der Sesamstraße? Ich glaube, der Krobi war das. Der hat nah und fern erklärt. Ja, könnt ihr vielleicht mal googeln. Nah und fern Sesamstraße. Ja. So, jetzt gehen wir mal schnell zurück. Jetzt will ich euch nicht weiter aufhalten. Hier, lasst mich mal durch. Ich habe Business. Ich muss hier Löcher stopfen. So. Bam, 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 badi, dadi, 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 da. Jetzt gehen wir zurück ins Lagerhaus, würde ich sagen. Danach gehen wir zurück da, wo wir eben gerade waren. Dann schütten wir Wasser rein. Dann gehen wir auf den Berg und dann werden wir den Berg weiter bevölkern. Werden dann eine Brücke bauen, werden noch einen Turm bauen. Und werden noch eventuell... Ja, vielleicht noch so eine Aussichtsplattform oder sowas errichten, aber das sehen wir gleich. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Eimer. Eimer. Was ist das da? Ach, Trank der Heilung. Aha. Und ich freue mich dann auch schon, wenn ich endlich mal die 1.6er benutzen kann mit allen Mods. Weil in der 1.6er gibt es ja auch Esel. Und da ist ja das Tolle an den Eseln, dass man da ja ein Dings drauf machen kann, eine Kiste. Und kann deshalb dann auch mehr mitnehmen, habe ich mir sagen lassen. So, machen wir so und so. Wunderbar, jetzt haben wir 3 Eimer voll Wasser. Ich habe kein Rhythmusgefühl, deshalb hört die Melodie sich ganz anders an. So. Na, ich kann nicht mehr laufen. Jetzt geht's. So. Ach, Mann. Hier müssen wir auf jeden Fall auch noch irgendwie einen Weg durchwursteln. Wie wir das genau machen, weiß ich auch noch nicht. So. Aber jetzt hier können wir schon mal definieren. Oder wir machen erstmal Folgendes. Weil das hier so schön ist und so schön passt, habe ich mir überlegt, könnte man doch hergehen und sagen... Erstmal muss das hier weg. Das haben wir ja mal hier hingemacht. Aus irgendwelchen Gründen. Weiß kein Mensch. So, jetzt lass uns mal hier so eventuell.
Vielleicht so. So. Okay, dann machen wir das. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, ich sehe es nicht. 3, 4, 5, 6. Das müsste doch lang. Und wenn ich jetzt hier oben wieder Erde hinklatsche, sieht man das dann so arg? Nee, das müsste doch gehen, oder? Hier, guck mal da. Wasser und, Ey, warte. Ich bin noch nicht fertig. Lass mich. Jetzt schwimm halt. Und nimm die Slabs mit. Gut. So. Jetzt planschen wir wieder da hoch. Ah, komm. Oh, ich muss gegen den Thomas schwimmen. Ah, ist das. Na, jetzt haben wir's. So. Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los heute? Lass mich in Ruhe. So, gut. Ich wollte eigentlich nur noch hier neben. Das hier ein bisschen einstutzen. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall einen schönen Bachlauf runter. Hui. Und da unten mündet der dann sozusagen in den anderen See. Das müssen wir aber noch vollenden. Das ist noch nicht fertig. Das machen wir aber auch bald. So, jetzt gehen wir hier hoch. Ich habe mich kurz geräuspert. Es wird dunkel, was scheiße ist. Denn wir haben kein Bett oder sowas. Und ich würde hier gerne einen Durchbruch machen und würde hier gerne eine Brücke hinbauen. Das heißt, wir müssen hier erstmal wegschaufeln. Und den Baum kappen. Na toll. Ach, zum Glück habe ich noch eine Schaufel. So, machen wir den Baum weg. Dann, das habe ich mir überlegt. Dann machen wir eine Brücke dahin. Da sieht das besser aus wie so ein zusammengewursteltes Ding hier. Aber wie genau wir das machen, weiß ich auch noch nicht. Das habe ich mir nur so ein bisschen überlegt, aber ja, probieren geht über studieren. Und deshalb machen wir das einfach mal so. Das lege ich jetzt einfach fest und dann bauen wir hier eine Brücke hin. Mit einem, ja, mit einem Wachposten drauf oder sowas. Ich weiß ja auch noch nicht. Frag doch nicht dauernd. Guck doch einfach. Mann. Und ich muss mich auch noch entschuldigen. Nein! Ja. genau dafür muss ich mich entschuldigen. Das habe ich schon im Voraus gewusst, dass ich da jetzt. Ah, das gibt's doch nicht. 2200 Punkte. Das war selten dämlich. Zum Glück guckt keiner zu. Meine Fresse, was war das denn? Da habe ich nicht aufgepasst. Wie dumm war das denn? Einfach mal in dem. Man sitzt. Ne, man sägt nicht an dem Ast, auf dem man sitzt. Oder wie war das? Jetzt müssen wir schnell hingehen, dass wir unsere enchanteten Sachen wieder kriegen. Ja, eigentlich wollte ich mich gerade entschuldigen dafür, dass ich so wenig Kommentare momentan beantworte. Ich glaube, ich habe schon seit längerem keine Kommentare beantwortet. Dafür entschuldige ich mich auch. Aber das lässt die Zeit momentan auch gerade nicht zu. Also wenn ich mal 5 Minuten Zeit habe, dann muss ich die für eine Aufnahme benutzen. Und für die Bearbeitung der Videos. Hoffentlich kriegen wir jetzt wieder alles. Eisen. Das Schwert ist auch schon mal da. Das ist auch immer gut. So, was haben wir hier noch? Da noch ein bisschen was. Schuhe und die Spitzhacke. Eieieiei. Schmeißt er sein Kram einfach mal hier ins Wasser, der Idiot. Sorry, da habe ich mich mal geräuspert. So, haben wir die Schuhe, eine Hose haben wir auch noch irgendwo, oder? Kackt die Wand an. Da bin ich so zuvor Schrank gegangen und habe einfach mal den Boden unter den Füßen weggegraben. Ah, da ist die Hose, guck mal. So, also ich glaube, wir haben wieder alles, außer die XP-Pöbelchen. Die sind natürlich leider weg. Kann man nichts machen. So, jetzt müssen wir auch erstmal wieder sortieren. Ach nee, guck mal, da kann man doch hier. Ich glaube, er war das, ne? Ja. So. Effizient. Warum nehmen wir die überhaupt mit? Verdammt. So ein kostbares Stück. Das muss zu Hause im Schrank hängen.
So, machen wir hier die Schaufel hin. Und da die Axt. Und wir dürften eigentlich alles haben. Hoffe ich zumindest. Wo ist denn jetzt E? Da ist E. So, jetzt gucken wir nochmal hier ins Wasser. Sieht nicht so aus, als hätten wir irgendwas vergessen, ne? Doch, da, guck mal, hier, die ganzen... Eieieiei, ist da noch alles rumliegt. Krawel und so. Meine Fresse. War das dämlich, du Eumel. Naja, jetzt ist wenigstens die Nacht rum. So. Ja, genau, da wollte ich mich entschuldigen für, dass ich so wenig Kommentare beantworte. Ich habe halt momentan leider so wenig Zeit. Deshalb verzeiht mir das einfach mal bitte. Das wird dann demnächst auch wieder anders werden. Dann beantworte ich auch wieder Kommentare und so. Ich sehe dann immer, dass per E-Mail, da hat ein Kommentar geschrieben, aber ich kann die dann gar nicht so, kann ich gar nicht so lesen, ne? Ich meine, ich bekomme ja nur 5-6 Kommentare oder so, aber es langt einfach nicht von der Zeit her. Und ich will die auch richtig beantworten. Ich will ja nicht einfach so einen Schmus hinschreiben, ne? Also deshalb, so, jetzt aufpassen beim Boden wegbuddeln, würde ich sagen. So, da siehst du. Schon wieder. So, auf jeden Fall machen wir hier eine schöne Brücke hin. Aha, guck mal, da geht's auch abwärts. Ich drück einfach die Shift-Taste, weißt du? Jetzt langt's mir. Kannst mich mal gerne haben. Ich drück die Shift-Taste. Da kann mir gar nichts passieren. So. Jetzt machen wir hier die natürliche Brücke weg. Die wir ja zum Teil selbst noch so hingetüdelt haben, dass die überhaupt einigermaßen passt, ne? Aber ich habe mir überlegt, da eine eigene richtige Brücke hinzubauen, ist, glaube ich, cooler. So. Bam, 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 da, 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 da. So, dann machen wir das da hin. Und, ja. Was mit SimCity los ist, das ist ja, das habt ihr ja auch mitgekriegt, mit Sicherheit. Da hat ja auch der gute Herr Gronkh zu Recht auch ein bisschen rumgerantet, was ich sehr super finde, weil der erreicht ja auch die Leute, das ist ja das Tolle. Wenn der mal so einen Artikel schreibt oder wenn der mal irgendwie was ins Internet, ein Video reinstellt, wo so ein bisschen darüber gedingst wird, ich mach mal das mit der Behutsamkeitsspitzhacke, dann erreicht er ja auch die Leute und ich hoffe, dass EA jetzt mal rafft, was für eine Scheiße die einfach mal gebaut haben. Also EA, muss ich sagen, ist die Enttäuschung 2013 bisher. Kann man nicht anders da sagen. Fällt ja alles runter. Und jetzt muss ich mal kurz das Lied da wieder weiterspulen. Immer dieses selbe, so. Und, ja. Ja, ich wollte es eigentlich weiterspielen, SimCity, erstmal. Das Problem ist, dass das nicht geht. Also die letzte Folge da, ich weiß nicht, ob die schon draußen ist jetzt, aber da sieht man dann einfach, dass die Stadt einfach zugrunde geht durch den Verkehr. Man kann das Spiel ohne den DLC einfach nicht fertig spielen. Das ist so enttäuschend, das ist echt hart, dass die sich sowas trauen, sowas zu machen, das ist der Hammer. Das ist nicht nur der Hammer, das ist Frechheit einfach. Tja, so, ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache. Ne, das Problem ist nämlich, wir haben nämlich in SimCity haben wir ein Ölkraftwerk gebaut und müssen Öl von anderen, importieren lassen. Das Problem ist, dass die Öltanker gar nicht durch die Stadt durchfahren können, weil die, der Verkehr so stark ist. Und das heißt, dass wir nie Strom haben, weil das Öl immer zu spät kommt. Und ich müsste mir quasi jetzt für 10 Euro das blöde DLC da kaufen, damit ich das Spiel weiterspielen kann. Und dann hätte mich dieses popliche Scheißdrecks-SimCity-Kackspiel hätte mich dann 60 Euro gekostet. 60 Euro, müsst ihr mal überlegen. Dieses Kackspiel, das ist scheiße, das ist das Wahnsinn, ey. Dass die sowas überhaupt trauen, das ist der Hammer. Das ist verrückt. So, ich weiß nicht, wie ich das hier machen soll jetzt. Ich würde einfach hergehen jetzt. Wir haben ja hier noch ein bisschen Kople. So. Wir müssen uns ja hier ein kleines Fundament koplen. Koplehen.
das Couplet hin, wir uns mal hier hin. Sagen wir mal hier so. Was wird das für eine Brücke? Dreierbrücke? Zweier? Ich weiß es nicht. So. Pumps. Ja, ihr könnt mal eure Erfahrungen über SimCity in die Kommentare schreiben. Ich bin ja mal gespannt. Also, ob irgendein, ob es da irgendeinen gibt, der sagt so, ja, mich stört das alles nicht, ich fand das super. Weiß ich nicht. Würde mich mal interessieren. Kann ich mir nicht vorstellen, dass alles, alles in Butter ist. Weil das ja schon eine richtige Frechheit ist, was die da gemacht haben, einfach mal. So, jetzt lass uns mal hier nicht überstürzen. Und zwar nehmen wir jetzt mal die Slaps. Und ziehen hier mal zack, 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 zack. Ich muss mich nochmal kurz räuspern, sorry. So. Das heißt, hier müsste man dann auch noch da sowas machen und sowas. Ich weiß nicht, ob das gerade so richtig ist, was ich hier mache, aber es kann schon sein. So. So. Okay, warte mal, dann müsste ich ja auf diese Höhe dann bauen. Alter Schwede, das ist aber dann viel zu hoch. Für hier schon, oder? Nee, das sieht scheiße aus, glaube ich, dann von hier. Ja, das machen wir wieder weg. Zumindest in der Höhe machen wir es wieder weg. Das sieht kacke aus. Ja, nee, das fand ich einfach der Hammer, einfach, dass die da sich sowas trauen zu machen. Also, was? Ja, jeder, also man will ja eigentlich seine Kunden halten und nicht verkraulen, ne? Das ist eigentlich so ein bisschen, da will man ja bloß keine Fehler machen. Aha, da will man ja bloß keine Fehler machen, dass die Kunden natürlich auch bleiben. Das ist denen scheißegal. Das ist denen scheißegal, die machen einfach, was sie wollen. Hauptsache, sie verdienen mal ganz kurz Geld. Wahrscheinlich tritt da irgendeiner demnächst von EA zurück, der hat gedacht, na, vor seinem Rücktritt sackt er einfach nochmal einen Haufen Kohle ein. Sowas in der Art könnte ich mir da vorstellen. So. So, warte mal jetzt. Ich überlege noch, wie ich das hier hinbauen soll. Scheiße, das hätte ich mir vorher mal überlegen sollen. So, Moment. Wir haben übrigens schon 18 Minuten. Danach ist ja schon für heute Schluss, ey. 20 Minuten Minecraft. Das ist sehr ungewohnt. Für mich. Also normalerweise spiele ich natürlich immer ein oder zwei Stunden und nehme dafür mehrere Tage schon die Folgen im Voraus auf. Das geht heute leider nicht. Jetzt wäre ich fast abgesegelt. So. So, da klatscht die Scheiße an die Wand, Teil 7. So, die Grillen sind auch schon wieder unterwegs, also das hier wird so eine Art Brücke, wie man erkennen kann. So, jetzt machen wir hier nochmal kurz weg, da vielleicht auch. So, also hier kommt dann so eine Art Plattform hin. Da. Vielleicht sollten wir hier mal den Berg natürlich künstlich erweitern. Wir gucken mal. Moment. Nicht runterfallen, bitte. So. Ist das hart? Ist das hart? So, zeige mal. Mach da mal sowas. Ja, danke. Immer so. Da rutscht mir das Herz in die Hose. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade sehen könnt, aber das Herz ist gerade quasi in die Hose reingerutscht und drückt jetzt so ein bisschen. Mama mia! So, wir erweitern das hier einfach mal ein bisschen, weil wir brauchen hier ein bisschen mehr Fläche hier oben.
um unser Vorhaben in die Tat umzusetzen. In der Tat. In die Tat. In der Tat. So. So, das langt aber immer noch. Wie sag mal, das war's? Da dürfte mir doch jetzt nichts passieren, oder? Ich weiß noch nicht so genau, ob wir das so lassen werden. Ich guck mir das Ganze dann später noch einmal an. Jetzt muss ich erstmal Tschüss sagen für heute. Ich hoffe, die Folge war jetzt nicht zu lahm für euch. Aber ihr seht, was wir jetzt machen werden. Wir werden quasi den Weg da hoch ein bisschen beschaulicher machen. Und dann geht's morgen wieder weiter. Also ich werde heute Abend meine Hausaufgaben machen und werde Minecraft-Folgen ohne Ende produzieren, weil nächste Woche habe ich auch wieder wenig Zeit. Tja, 7 Tage und 8 Tage davon arbeiten. Ja, bleibt wenig Zeit. So, also studieren und arbeiten. Ne, du, Made. So, und deshalb sage ich jetzt Tschüss. Liegt hier noch irgendwas? Liegt da unten noch Klini rum? Nee, ne? Deshalb sage ich jetzt Tschüss. Wir sehen uns am... Warte mal, heute ist quasi Freitag. Dann sehen wir uns am Sonntag wieder in aller Frische. Mit mehr Pep und mehr Zeit. Und dann wissen wir auch, was wir hier machen werden. Ich glaube, das Gleiche werden wir hier rüber auch nochmal bauen. Und da kommt hier auch noch was Schönes drauf. Bis dahin, tschüssi. Und bleibt sauber. Ja, ciao.